Sega. Was habt ihr nur mit mir getan? Sir? Ich kenne diesen Mann nicht. Legen Sie die Waffe weg. Das ist Ihre erste Warnung. All die Jahre. Nichts als Lügen! Waffe fallen lassen. Dies ist Ihre zweite und letzte Warnung. Warum? Warum? Warum zum Teufel? Gott. Verflucht. Äußerlich nicht von Menschen zu unterscheiden. Seit wann sind Roboter so fortgeschritten? Die Technologie für Roboter mit einer lebendigen Hautschicht gibt es schon eine ganze Weile. Es war nur illegal. Da steckt mehr dahinter, meine Herren. Diese KI ist besonders interessant. Sie übersteigt alle Produkte hier bei Bergen. Wir können die Neurostruktur kaum analysieren. Das ist lächerlich, Mr. Bergen. Ihre F&E hier gilt als fortschrittlichste der Welt. Und jetzt sagen Sie, jemand anderes ist Ihnen auch nur ein Stück weit voraus? Nur weil es uns nicht erlaubt war, dieses besonders lukrative Gebiet zu betreten, General. Wenn die Regierung nicht nachgegeben und der neuen Genfer Konvention zugestimmt hätte, würden die USA längst solche Roboter herstellen. Als gottesfürchtiges Land glauben wir, dass nur er Leben erschaffen darf, Mr. Bergen. Mr. President, hier geht es nicht um Leben. So überzeugend sie auch aussehen, es sind immer noch Roboter. Wir nennen sie Seelenlose. Wenn man sie nicht mehr von Menschen unterscheiden kann, wo hört die Maschine auf und wo beginnt Leben? Das ist philosophischer Müll. Zwei Dinge zählen hier. Erstens, wenn Sie dieses Ding nicht gebaut haben, wer dann? Und zweitens, warum war es hinter Ihnen her? Was wissen wir von diesem Seelenlosen? Ihm wurde vor 30 Jahren eine Green Card ausgestellt auf den Namen Dominic Barry. 30 Jahre? Grundgütiger! Ohne den gestrigen Vorfall hätten wir es wohl nie rausgefunden. Wir sind uns nun sicher, dass es noch mehr gibt hier in Amerika. Also das ist verrückt. Eigentlich nicht, General. Was in drei Teufelsnamen tun Sie da? Sehen Sie, diese Seelenlosen scheinen von ihrer Menschlichkeit überzeugt zu sein. Das ist doch Müll! Ich bin kein Verdammter! Mr. President, mir fällt nur ein Mann ein, der über das Wissen für den Bau eines solchen Roboters verfügt. Dr. Yoji Amada. Ein angesehenes Genie im Bereich KI und Gründer von Amada, Japans größtem Robotikkonzern. Sie klingen nicht überzeugt. Dieses Foto ist 40 Jahre alt. Amada wurde seither nicht in der Öffentlichkeit gesehen. Das ist verrückt, er wäre jetzt 80 Jahre alt. Der Amada-Konzern kooperiert mit der japanischen Neuen Ordnung. Von denen habe ich gehört. Isolationisten, Autarkie-Spinner, nicht wahr? Ja, Sir. Sie haben großen Einfluss auf das Ministerium für Heimatschutz. Sie glauben wirklich, die stecken hinter dieser Infiltration? Außer mir ist Amada der Einzige, der zu so etwas fähig wäre. Also gut. Geben Sie mir die IRTA in Genf.